Schalke Liga! Liebe! FC Schalke, meine Legende! Eine Liebe, die niemals endet! Buonasera, 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 meine YouTube-Freunde, Sportskammern und Schalker-Freunde! Ja, der Deal ist geplatzt von einem Spieler aus Celtic Glasgow, Christopher Julien. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Er ist 29 Jahre, 1,96. Ich habe es gelesen, habe mich jetzt auch ein bisschen schlau gemacht und ich bin froh, dass dieser Deal geplatzt ist. Ich bin wirklich froh, dass wir diesen Spieler nicht geholt haben. Ich bin ehrlich. Warum? Wieso? Das erkläre ich euch. Jetzt, die waren ja, der Medizincheck hat ja stattgefunden, hat alles geklappt, aber an Vertragsdetails hat's gehapert zwischen Schalke und dem Spieler. Mit Celtic Glasgow war man auch klar, aber mit dem Spieler, da hat's nicht geklappt. Ich bin froh, dass der Vertragsdetails nicht geklappt hat, dass wir von ihm Abstand nehmen, aber allgemein, dass wir schon Gedanke hatten, so einen Spieler zu holen, dafür hätte ich es nicht verstanden von unseren Verantwortlichen, bin ich ehrlich. Da wäre ich zum ersten Mal richtig, richtig skeptisch geworden, wo ich dann gesagt hätte, hey, was wollt ihr mit dem? So, dieser Christopher Julien, Freiburger Fans kennen den, Ex-Freiburger, hat mal in Freiburg gespielt, erst in der zweiten, dann in der Profimannschaft. Wir wollten den holen mit einer Leihe plus eine Kaufoption. Zum Glück hat das nicht geklappt. Warum, jetzt erkläre ich euch das, warum ich froh bin, dass wir diesen Spieler nicht geholt haben. Wir suchen einen erfahrenen Innenverteidiger für die Bundesliga-Saison. Da wir ja Itakura abgegeben haben, oder nicht abgegeben haben, da wir Itakura nicht zahlen konnten, die Ablöse an City, suchten wir einen neuen Innenverteidiger, der Erfahrung hat. So, aber da frage ich mich, was willst du mit diesem Spieler? So, er ist von Freiburg nach Celtic Glasgow, oder nee, nicht nach Celtic Glasgow gewechselt, er ist erst mal in eine französische Liga, glaube ich, gewechselt. Dann nach Celtic Glasgow. So, dann hat dieser Spieler sich schwer verletzt. Seit Dezember 2020 hat er nicht mehr gespielt. Und war in der letzten Saison auch kein Stammspieler, hat kaum eine Minute, glaube ich, gespielt, so wie das da in den Social Medien steht, habe ich mich ein bisschen informiert. Der hat kein Spiel gemacht seit Dezember 2020. So, verletzungsanfällig, Risiko. Dann frage ich mich, wo ist da die Erfahrung von so einem Spieler, der schon fast über 1,5 Jahre überhaupt nicht gespielt hat, war verletzt. Das wäre ein Risiko. Das wäre ein riesiger, ein wichtig, schon wieder durcheinander. Das wäre wirklich ein Risiko gewesen, diesen Spieler zu holen. So, und ich bin froh, dass wir den nicht geholt haben, weil ein Spieler, der 1,5 Jahre fast nicht gespielt hat, als einen erfahrenen Innenverteidiger zu holen, sorry, sehe ich nicht ein, weil das ist für mich keine Erfahrung. Das wäre ein Transfer, der in die Hose gegangen wäre, meiner Meinung. Deswegen, Knieverletzung, 1,5 Jahre nicht gespielt und der soll dann Erfahrung noch haben hinten. Sorry, dann sage ich wirklich, haltet auf jeden Fall den Ciao mit Kaminski und in Ruhe suchen einen Erfahrenen, der auch nicht verletzt ist, der nicht verletzungsanfällig ist, weil wir kennen unser Risiko. Bei uns passiert immer, dass wir haben immer so ein Glück mit Verletzungen. Lieber einen holen, der wirklich nicht so oft verletzt ist und der gespielt hat und nicht 1,5 Jahre überhaupt nicht gespielt hat. Hey, wir spielen Bundesliga, wir sind nicht mehr in der zweiten Liga. So, und in der Bundesliga brauchst du direkt einen, der da ist. So, dann in Ruhe weiterschauen. Aber ich bin froh, ich bin wirklich froh, dass dieser Deal geplatzt ist. Ehrlich. Schreibt mal eure Meinung zu diesem geplatzten Deal. Seht ihr das ähnlich oder hättet ihr euch gefreut, den zu holen? Bin gespannt auf eure Kommentare. Bin ich wirklich gespannt. So, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao, euer Schalker. Ciao, ciao, arrivederci.
zweite Liga!